Bezahl mich und ich besorge dir einen Roboter. Lass mich überlegen. Die Idee ist gar nicht mal so schlecht. Muss er sagen, die sind schon richtig gut gepanzert. Und es gefällt mir besser als die Alps. Also was die Alps tragen. Die sehen mir zu gleich aus. Oh. Was ist das für ein Ding? Sieht aus wie so ein Raumschiff. Hier setzt man sich rein, so davor. Ist das ein Roboter? Okay. Wow. Hä, du bist doch ein Kleriker. Da bist du, Elmar. Was willst du von mir? Ich kann eine Runde Dart spielen. Erst haltet ihr mich hier gefangen und dann lasst ihr mich hier verschimmeln. Gefangen? Wieso bist du hier gefangen? Weil sie Spaß dran haben? Eigentlich soll ich Elex-Technik für sie entwickeln. Aber was bekomme ich zu tun? Nichts. Also sag, was willst du von mir? Kannst du dieses KI-Modul reparieren? Ja, kann ich. Allerdings wird es dich etwas kosten. Du bist ein Sklave, du hast keine Ansprüche. Mach es umsonst oder du landest in der Schlucht. Schon gut, ich hab's ja verstanden. Du bist der Boss und ich der Gefangene. Gib her das Ding. Spike ist ja selber Kleriker. Schon fertig. Viel Spaß damit. Wieso verschwindest du nicht von hier? Vergiss es. Versuch bloß nicht, mich hier rauszuhauen. Die haben mich verdrahtet. Was meinst du damit? Sie haben mir einen Sprengsatz implantiert. Wenn ich mich weiter als ein paar hundert Meter vom Fort entferne, war es das mit mir. Bei der schrottigen Technik hier habe ich sowieso schon Angst, dass das Ding einfach von alleine zündet. Das werde ich bestimmt nicht provozieren. Meine einzige Hoffnung ist, dass die Outlaws mich irgendwann gehen lassen. Wenn das so ist... Dilettantisch. Konrad. Und was hast du verbrochen, weswegen sie dich hier unten verknackt haben? Du denkst, ich bin ein Gefangener? Jeder hier ist ein Gefangener. Entweder weil er dazu gezwungen wird oder weil er nicht weiß, wohin er sonst gehen soll. Die Frage ist eher, bist du eine von den Zecken da oben oder nicht? Ich bin mein eigener Herr. Ja. Das denken sie alle noch am Anfang. Egal, was willst du vom alten Konrad? Was ist deine Geschichte? Was ist deine Geschichte? Och, eine sehr kurze. Die Zecken da oben überfielen einen Außenposten von uns Klerikern in Ignadon. Und ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. Ich konnte dann meine blöde Fresse nicht halten und bums, sitze ich hier unten in der Tinte. Schon mal einen Ausbruch gedacht? Was? Was? Hast du mal raus in die Wüste geguckt? Ohne Schutz. Und ganz allein würde ich dort keine 24 Stunden überleben. Also vergiss es. So lang ist die Wüste auch nicht. Was genau machst du hier unten? Der Duke lässt mich an seiner Höllenmaschine werkeln. Er will, dass ich eine Bombe für ihn baue. Eine wirklich große Bombe, wenn du verstehst, was ich meine. Tja, so ist das. Eigentlich bin ich Wissenschaftler, kein Mechaniker, aber... Der Duke will etwas Großes in die Luft jagen. Nee, frag mich doch bloß nicht nach den Plänen dieses Irren. Das ist nicht gesund. Was schätzt du denn? Ich denke, er wird versuchen, damit Völkermord zu begehen. Er will eine Stadt vernichten?
Eher ein ganzes Land, wenn du mich fragst. Sag mir jetzt nicht, der Big Bang ist das, was in Gothic der Erzhaufen war. Welches Land will der Duke vernichten? Tja, der König der Wüste hat so einige Gegenspieler. Such dir eins aus. Das Eisland? Das Land der Berserker? Tja, wenn du wüsstest, wer ihm am meisten auf die Nerven geht, dann hättest du deine Antwort. Hast du denn überhaupt schon mal mit ihm gesprochen? Nein. Jo, dann mach das doch mal. Vielleicht verrät er es dir ja. Wie geht die Arbeit an der großen Bombe voran? Hey, der Big Bang ist fast fertig. Aber eben nur fast. In dieser Rumpelkammer hier fehlt es an... Ach, eigentlich an allem. Das ist auch der Grund, warum ich immer noch nicht fertig bin mit diesem Scheißding. Also, du siehst ja, ich hab zu tun. Besser, die Bombe wird nie fertig. Ich dachte, das wäre die Arena. Und hier diesen einen Ausweg schön offensichtlich für die anderen machen, damit sie auch gleich 100 Meter von vorher entfernt sind. Leichter in Versuchung kommen zu fliehen. Zu dir kommen wir gleich, Schätzchen. So, Kata. Ich hab das Modul. Was machen wir mit dem reparierten KI-Modul? Wir setzen es einer funktionierenden Drohne ein, was sonst? Und woher bekommen wir eine Drohne? Genau, von den Klerikern. Die haben doch eh genug davon. Einer unserer gefangenen Kleriker hat mir verraten, dass sie dort drüben gerade an einem U5-Prototypen bauen. Hat erweiterte Intelligenz oder sowas. Hab ich vergessen. Kenn mich ja nicht so gut damit aus. Du willst, dass ich einen Prototypen klaue? Du willst, dass ich einen Prototypen klaue? Na klar. Wenn schon, denn schon, oder? Eine normale Kampfdrohne wird es da nicht tun. Wir brauchen eine mit mehr Intelligenz. So wie ich. Wir machen's. Ich werde die Drohne von den Klerikern holen. Alles klar. Dann kann ich mich ja schon bald auf die faule Haut legen. Es wird bestimmt nicht allzu schwer, die Drohne da unbemerkt rauszuschaffen. Die Kleriker haben doch eh nur Augen für ihren komischen Gott. Das bekommen die gar nicht mit. Okay, wo ist das? Jetzt ist wieder alles so voll. Ich habe alles, was ich brauche, um einen Roboter für Katas Zwecke umzuprogrammieren. Er trug mir auf, ein geeignetes Versuchsobjekt zu finden. Natürlich. In Ignadon. Ich könnte jetzt mal zwar mit einem Teleporter direkt. Jo, das mache ich jetzt. Kurzer Ausflug nach Ignadon. Wir haben den Teleporter bekommen, als wir noch besser einen anderen aktiviert haben. Nach Mordor. Falks Heimat.
Halt, Fremder! Keinen Schritt weiter! Du betrittst den heiligen Boden Kalans! Nur neue Rekruten, vollwertige Kleriker oder Händler mit Passierschein Scheiße. Dürfen den Ort betreten. Wo bin ich hier? Du bist im Hort der Kleriker, der letzten Bastion gegen die Bedrohung dieser Elex-verseuchten Alps aus dem Norden. Also, wie komme ich hinein? Überhaupt nicht. Solange du nicht von einem Suggestor dazu auserwählt wurdest, die Reihen der Kleriker zu verstärken oder einen Handelsausweis besitzt, darfst du den Hort nicht betreten. Woher bekomme ich einen Handelsausweis? Gar nicht. Außer du findest einen Händler, der dir seinen schenkt. Und dann so, danke, aber nein. Kannst du nicht für mich eine Ausnahme machen? Nein, ich bin nicht dazu befugt, neue Akolyten für uns anzuwerben. Halt, Fremd! Hier, ich hoffe, das reicht, damit du mich durchlässt. Vergiss das ganz schnell wieder. Behalte dein Elixit. Das kannst du vielleicht bei den Outlaws versuchen, aber hier... Aber wenn du unbedingt ins Lager willst, ich hätte da einen Vorschlag für dich. Ich mache eine Ausnahme und lasse dich in den Hort. Allerdings werde ich irgendwann einen Gefallen von dir einfordern, den du zu meiner Zufriedenheit erledigen kannst. Wie bei Angrim. Ich gebe dir mein Wort und dafür schuldest du mir einen Gefallen. Irgendwann, vielleicht aber auch nie, werde ich ihn dann von dir einfordern. Und wie soll dieser Gefallen aussehen? Das wird sich zeigen. Ich bin mir sicher, dass du einiges für mich tun kannst, wenn du hier bist. Aber darüber brauchst du dir jetzt noch keine Gedanken zu machen. Wie bei Angrim. Der hat mir auch nur sein Wort gegeben. Also seine Fürsprechung, wenn ich irgendwann einen Gefallen für ihn mache. Alles klar. Gut, wir haben eine Abmachung. Bevor ich dich reinlasse, muss ich dich noch über einige Dinge informieren. Privater Elex-Besitz ist strengstens verboten. Das gilt natürlich nicht für Elexit-Splitter. Sie enthalten zu wenig Elex. Wer beim Konsum von Elex erwischt wird, hat sich freiwillig bei den Suggestoren zu melden, um die Umerziehung einzuleiten. Wer neue Rekruten herbringt, hat sich für sie zu verantworten. Kalans Gesetze stehen über allem. Und falls du dich wunderst, seit der letzten Schlacht gegen die Alps sind unsere Zahlen stark geschwunden. Diese Stadt ist zu Teilen eine echte Geisterstadt geworden. Aber trotzdem gilt, neue Rekruten müssen sich für den Hort einsetzen, bevor sie in den ersten Rang eines Akolyten aufsteigen dürfen. Das war's. Du darfst dich jetzt im Hort frei bewegen. Ihr habt viele Maschinen hier. Wir haben viele Gefährten auf dem Schlachtfeld verloren und müssen unser Defizit an neuen Rekruten durch Kampfmaschinen ausgleichen. Manchmal fühle ich mich hier wie auf einer Strafexpedition. So menschenleer ist der Hort heute. Die restlichen Menschen, die noch da sind, befinden sich meist innerhalb der Gebäude und gehen ihrer Arbeit nach. Was ist denn dann die Kuppelstadt in Abessa? Die wichtigen Leute interessieren mich nicht. Noch nicht. Ich muss mich erst mit dem Outlaw gut stellen. Mit dem will ich mich nicht anlegen. Der Hort. Ein Ort der Einkehr und Forschung. Auch wenn angesichts der Umstände wohl eher das Kriegshandwerk an der Tagesordnung ist. Mustafa. Aber Mordor geht auch noch. Hätten die nicht ihren komischen Gott, dann wäre das eine Überlegung wert für mich.
Krone der Kleriker. Wie soll ich denn hier eine Drohne rausschaffen? Kampfmaschine der Kleriker. Ideen ein, wie man die Produktionskette maximieren könnte. Aber ich nehme an, dass ich wie so oft auf taube Ohren stoßen werde. Da. Okay, gut. Mal gucken, was ich jetzt machen kann. Neue Routine erkannt. Initialisiere neue Routine. Fehlschlag. Erzwinge Neustart. Dass das keiner auffällt. Erfolgreich. Initialisiere neue Routine. Routine erfolgreich initialisiert. Erstelle neue Parent-Child-Beziehung. Folge neuem Parent. Jetzt. Wir haben die Drohne. Ich hätte jetzt zwei Begleiter für Missionen.